So. Es gibt ja zwei Judge Dredd auf dem C64. Und bevor einer wissen will, ja, das ist das zweite. Ich zeige das eine nicht nochmal. Also, ich weiß ja, ein oder anderer wird jetzt auf YouTube überrascht sein. Wie? Machen doch jetzt alle Revisit und Reloaded und genau deswegen mache ich das nicht. So, erstmal das Kriegtro weg. Genau. Now something completely different. So. Moving on foot ist mir völlig egal. I want to move. Ja, es ist mir schon völlig egal. Einfach run stop drücken. Ja. Alter, wo habt ihr das wieder hingepackt? Also Run Stop ist es nicht, kann ich dir sagen. Muss ich jetzt wieder den Controller wechseln, nur damit ich dann das wechseln kann? Alter, ich will das nicht 50 Mal sehen. Ist das nur die Datei mit den Texten oder was? Das kann sein. Alter. Da wollt ihr mich verscheißern? Also, deswegen, ich finde das immer lustig. Deswegen, und das finde ich immer großartig, dieses. So war das damals auch. Ja, genau, aus dem Text-Adventure. So, gucken mal, was da passiert. Sonst kann das Game mich mal. Am Hobel. So spannend. Run. Ja. Mach doch mal was. Das sieht anders aus. So. Okay. Okay, Controller wechseln. Ja, genau. Das sieht auch nicht besser aus. Ist aber besser bewertet, oder nicht? Die Musik ist völlig unpassend. Was soll das? Was tue ich hier? Außer alle Leute wegballern. Schlecht gealtert ist nett formuliert. Also ist das denn gut, dass ich die Leute hier kille? Stand da der Elvis Presley Block? Ja, auf Steam gibt's viel Schlimmeres. Das ist wohl richtig. So, Kill ist richtig? Oder ist es einfach, zählt er einfach nur die Munition weg? Jetzt bin ich tot. Was? Tobacco Smoking? Weil einer raucht? Dann kommt der Judge? Braucht der Cannabis. Die haben es halt nur nett umformuliert. Und ich kann nicht schießen? Warum kann ich den jetzt nicht mehr schießen? Warum kann ich den jetzt nicht mehr schießen?
Hä? Game over? Crime is no... Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch genauso eine Scheiße. Kann es sein, dass du leicht überfordert wirkst? Kann es sein, dass das Spiel keinen Sinn macht? Das ist also meine nächste Frage gewesen. Das soll besser sein als der andere Titel. Ich kann das nicht bestätigen bis jetzt. Und ihr Firmen womöglich auch nicht. Also auf jeden Fall, die Roboter schießen auf mich. Das sollten sie eigentlich nicht, weil ich bin ja der Judge. Ich bin nicht Robocop. Und auf den sollten die auch nicht schießen, weil er schießt zurück. Das schaut nicht mal hin. Er hat ja auch, der kann ja auch zielen, also der... Er hat ja Auto-Aim, sozusagen. Also, die Musik ist seltsam. Die Sprungphysik ist seltsam. Wo bin ich denn jetzt? In Big Smelly. Also ja. Undercity. Gegen Robocop würdest du einen Counter-Strike aber eiskalt verlieren. Bei der Reaktionszeit. Okay, das ist also wahrscheinlich die Cyber- Kanalisation oder was? Das ist doch ein Scheiß. Das finde ich sogar kacke. Das ist doch noch beschissener als der andere Titel. Wer hat denn gesagt, dass das besser ist? Irgendeine Knalltüte bei Lemon, warum? Das ist noch schlimmer. Also du musst dir vorstellen... Aber das andere Ding war einfach nur langweilige Scheiße. Also da bist du in so einem Labyrinth rumgerannt und solltest dann irgendwelche komischen Food Dispenser kaputt machen. Aber das hier ist ja... Boah, ist das Scheiße. Also dir gefällt das, höre ich. Das ist schön. Top. Kaufempfehlung. Alter, ist das Schrott. Komm, einen Versuch noch, dann reicht's auch gleich schon. Also das halte ich selbst nicht, das halte selbst ich nicht aus. Alien Seed Deals. Mörder ist doch gut. Das sieht genauso aus wie vorhin auch. Definitiv, absolute Kaufempfehlung. Ich will, dass jetzt alle zum Händler ihres Vertrauens gehen. Guck dir das mal an, der Erwin Rommelblock. Ja, jetzt geht's aber. Der zweite Judge Dredd Film ist um einiges besser. Obwohl, das ist ja mit Carl Urban, ne? Doch, stimmt, genau. Der eine war ja mit Stallone und... Genau, der mit Urban ist der deutlich bessere. Der war sogar gar nicht schlecht. Der mit Stallone, da rede ich mal besser nicht drüber. I'm the law! Zwieback, du findest den Soundtrack so geil? Ja, ist ja auch der Elvis Presley-Block. Hörst du denn heute die tolle Musik, oder? Nee. Gut.
Es ist schlimm. Also selbst für ganz schlechte C64-Sitz-Sounds, der ist grausam. Der tut echt in den Ohren weh. Und schreibt bestimmt gleich wieder einer auf YouTube, ich fand den schön. Mein Lieblings-Soundtrack. Genau. Ist der nicht von Hülsbeck? Klatsch! Einmal so mitten rein, so richtig frontal, einfach ins Gesäß. Also, nee, das halte ich nie aus, das Game. Das sprengt sogar mein Limit. Und das heißt was. Selbst du hast deinen Stolz. Nee, das ist echt schlecht. Also das ist, wie schon gesagt, das ist noch nicht mal guter Trash, sondern das ist wirklich... Das ist wirklich etwas, wo du sagen würdest, wenn du das eine halbe Stunde spielst, du haust dann einfach seelenruhig deinen Kopf gegen eine Wand und es tut gut. Oh, ist schon wieder Game Over, wie ärgerlich. Oh, das ist schlimm. Also du musst dir vorstellen, was den Soundtrack angeht. Schönen Abend beim Candlelight-Dinner. Ja, wenn ich einen Claim wegen den Soundtrack, dann ist klar, müssen wir das Video nochmal machen ohne Sound, ne? Next. Schnell. Boah. Schlimm.